Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki mit die lange Leitung. Die lange Leitung, heute wieder mit Marc Hagenbeck und mit Kim Weber. Hallo Marc, hallo Kim. Hi. Hallo. Hi, 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 ich bin der Sashi und der Marc, der hat heute wieder einen Gegenstand mitgebracht, den er gleich in die Kamera halten wird. Und wer den Gegenstand mitraten möchte, der guckt beim Gong kurz zur Seite und beim nächsten Gong kann er wieder mit weitergucken und der Marc hält ihn gleich in die Kamera. Also, hau rein, Marc. Genau, also Achtung, der Gegenstand jetzt in die Kamera. Und wieder raus. Okay, und zu diesem Gegenstand ist zu sagen, mit ihm kann man verschiedene Sachen finden. Mit meinem Gegenstand kann man verschiedene Sachen finden. Verschiedene Sachen finden. Jetzt dürft ihr beiden raten, ja. Willst du anfangen, Kim? Fang du mal an, diesmal. Ah, das wusste ich, so ein Mist. Verschiedene Sachen finden. Ich stelle mir jetzt gerade verschiedene Sachen vor, mit denen man was finden kann. Das wäre zum Beispiel so ein Geigerzähler, aber den hast du nicht daheim. Verschiedene Sachen finden. Wer sagt das? Wer sagt das, dass ich keinen Geigerzähler daheim habe? Kann doch sein. Nee, 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 das ist kein Geigerzähler. Verschiedene Sachen finden. Okay. Ist es im übertragenen Sinne gemeint oder ist es tatsächlich so, dass man etwas wirklich körperlich findet? Warte mal, ich überlege mal gerade. Findet man wirklich Gegenstände damit oder ist es nur im übertragenen Sinne gemeint, dass man etwas zum Beispiel im Internet, wenn man surft, findet? Also ist es, nein, man findet. Ja, also. Stell die Frage. Oh, scheiße. Ja, stell die Frage. Warte mal. Stell die Frage. Ich stelle jetzt die Frage schlau, weil ich habe ja schon den Anfang gehört. Man findet damit keine Sachen im Internet, sondern tatsächlich Gegenstände. Ja. Sehr gut. Ja, das war ja. Ja, cleverle. So, also man findet damit Gegenstände. Was gibt es, wo man etwas benutzt, um andere Sachen zu finden? Es gibt zum Beispiel diese Pieper, wo man pfeift und dann findet man den Schlüssel. Aber das sind nicht verschiedene Gegenstände, sondern das ist ja nur der Schlüssel an sich. Verschiedene Gegenstände. Verschiedene Gegenstände. Sind es durchweg metallische Gegenstände, die man damit findet? Vielleicht müsste ich Gegenstände mal ein bisschen revidieren nochmal den Begriff. Es sind Dinge, Dinge allgemein, die man damit findet. Das ist jetzt nicht festgelegt auf irgendeine materielle Eigenschaft, auf irgendeinen Stoff oder sonst irgendetwas. Was will er? Im Grunde kann man damit, noch einen kleinen Tipp, im Grunde kann man damit alles finden, was man sucht. Ja. Man kann damit alles finden, was man sucht. Ja. Zauberstab. Okay. Man kann damit alles finden, was man sucht. Das ist nicht so leicht, ne? Nicht so leicht. Ist es... Ich weiß nicht. Kim, ich gebe mal an dich weiter. Vergrößert es Sachen? Nein. Das war aber eine gute Idee, du Mensch. Sachen behalten ihre Eigenschaft bei. Also das ist... Ich dachte jetzt, ja, das ist Lupe. Aber du hast an eine Lupe gedacht, ne? Ja, ja. Ja, ja. Nee. Okay. Ah, okay. Aber das ist es ja nicht. Was ist denn das? Verdammte Hacke. Also. Den Tipp? Ja, gib mal einen Tipp, komm, hau mal raus. Okay. Ich benutze das manchmal in meiner Show. Das müsste es aber eigentlich sehr leicht sein. Kann damit alles finden, er benutzt das manchmal in seiner Show. Ja. Boah. Was finden wir denn? Was finden wir denn in seiner Show? Was sucht denn der in seiner Show? Das gibt's doch nicht. Na, ab und zu suche ich auch mal Sachen in meiner Show. Du suchst Sachen in deiner Show? Was ist das für eine Show? Sachensuchshow oder was? Ja.
Sachensuchen mit Marc. Ja, das ist die sogenannte SSS mit Marc. Sachensuchshow mit Marc. Sachensuchshow mit Marc. Ja. Ja. Überleg mal, was könnte das sein? Ja, ach, guter Tipp, dass ich auch überlegen soll. Ah ja, danke schön. Darauf kam ich jetzt selbst nicht. Haben das, oder ja, du bist ja. Sag, Kim, sag. Ich hab nichts. Ich hab nichts auf der Pfanne. Haben das viele Menschen? Nein. Okay. Ja, das hat uns jetzt weitergebracht. Also, es haben wenige Leute. Kann ich noch einen Tipp geben? Ja, komm. Es glauben nicht alle Leute daran, dass das funktioniert, mit diesem Gegenstand Sachen zu finden. Ach, ich weiß es. Ha! Entschuldigung. Ich weiß, so eine Wünschelrute. Was? Nein, keine Wünschelrute. Ärgern. Aber es ist schon dicht dran. Dicht an der Wünschelrute? Komm. Ja. Was hast du gesagt? Was für eine Route? Wünschelrute, hatte ich gesagt. Wünschelrute. Oh Gott, diese Wünschelrute, da findet man doch so Wasserquellen mit. Meistens so zwei Drähte oder so eine Astgabel und dann laufen die. Ich halte jetzt mal so in die Kamera, aber wo man die so komisch hält irgendwie so. Das siehst du natürlich ja, genau. Nicht, Kim, ist ja klar. Du bist ja in Berlin. Ja, aber du bist dran, Kim. Ja. Ja. Also damit finde ich Sachen. Ja. Also ich finde im Rahmen meiner Show manchmal Sachen mit diesem Gegenstand. Sachen, jetzt kommt der nächste Tipp, die vorher jemand versteckt hat. Also ich fordere jemanden auf, etwas zu verstecken. Und mit diesem Ding finde ich das, was er versteckt hat. Was ist denn das? Man kann es aber auch noch für andere Sachen nehmen. Also man, obwohl das ja auch mit Suchen zu tun hat, im weitesten Sinne. Nee, lass mal. Also Marc, dieser Gegenstand, den du da jetzt gerade hast, den du irgendwie in deiner Show verwendest, den keine Sau kennt, ja, außer du und deine und die Leute, die bei dir in der Show waren. Ja. Gibt's diesen Gegenstand auch in meiner Welt? Ob es den in deiner Welt gibt? Nächster Tipp, wenn du jemanden kennst, der zum Beispiel esoterisch angehaucht ist, dann gibt es den auch vielleicht in deiner Welt. Ja. Esoterisch? Ist das so ein Pendelstein oder sowas irgendwie? Ja. Lass mal Stein weg. Pendel? Ja, ein Pendel, genau. Ah, wow. Aber Marc, du nebenbei. Pendelstein hätte ich auch gelassen. Ja, die Kim hat was erraten, ist doch super. Yay! Hey, Kim. Kim, ich pendel das mal eben aus für dich. Oh, sieht gut aus hier. Nach Berlin sieht's gut aus. Ja, ja. Ein Pendel. Habe ich noch gar nicht gesehen in deiner Show. Hast du es in jeder Show mit dabei oder nur in einigen? Ab und zu. Ab und zu. Ja, ich habe es noch nicht gesehen bei dir in der Show. Deswegen war ich jetzt gerade. Ja, das ist in meiner neuen Show, in der Psychotainer. Ach. Ich mache Werbung. So. Oh, Werbung. Da ist eine Sequenz, in der ab und zu ein Pendel benutzt wird, auch nicht immer. Ach so, okay, weil das kannte ich noch nicht. Okay. Ja. Gut, naja, okay, das war das Pendel, die lange Leitung mit Marc Hagenbeck und mit Kim Weber und ich bin der Sashi und ich sage Cheerio, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao. Das war die lange Leitung auf Shokibanuki New Television. Wir würden uns alle freuen, wenn ihr uns ein Abo dalassen würdet und aktiviert auch die Glocke dabei, damit ihr eine Nachricht bekommt, wenn ein frisches Video online ist. Und Daumen hoch nicht vergessen, wenn euch die Sendung gefallen hat.